Ja, hallo Leute. Wie soll ich das Video anfangen? Und zwar, ja, ich habe jetzt zweimal musste ich Fortnite neu starten. Einmal im Battle Royale kam ich nicht richtig rein, also schon rein. Nur, es hat übelst lange gedauert, bis es geladen worden ist. Da war ich, glaube ich, aus dem Bus gerade raus, 15 Sekunden in der Luft. Und dachte mir, okay, was ist jetzt los? Haben wir hier einen Fehler oder so? Scheinbar schon. Dann wollte ich dann aus der Runde raus. Wir hatten irgendwie, ich glaube, den Sieg geholt, ne? Und ja, dann ging gar nichts mehr. Da musste ich komplett neu starten. Dann wollte ich rein, dann steht da auf einmal Suche Updates. Dachte ich mir, oh, kann nicht wahr sein, ist das jetzt wieder irgendein Bug? Ja, war wohl so. Ein paar Minuten gewartet, dann ging es wieder, kam man rein. Dann dachte ich mir, ja, okay, er ist weg jetzt. Dann spiele ich jetzt nochmal ein bisschen Rettet die Welt wegen tägliche und so, ne? Drei Missionen gingen klar. Die letzte war, als ich dann wieder rauskam. Also, hat so lange gedauert, bis, also so geladet, ich glaube 2, 3 Minuten. Das kenne ich hier auf der PS5 nicht. Da bin ich eigentlich immer ein paar Sekunden später draußen. So, dann war ich aber danach, nach den 3 Sekunden, 3 Minuten wieder draußen. Und auf einmal kam die Kiste, wollte ich sie öffnen, ging gar nichts mehr. Man hat nur die Musik gehört, aber man konnte gar nicht mehr, es ging nicht mehr weiter. Dann habe ich wieder neu gestartet. Aber ich dachte mir, ja, okay, komm, nochmal neu starten. Da steht auf einmal schon wieder Suche, Updates. Dann dachte ich mir, oh Gott, was ist denn das, ne? Dann habe ich, glaube ich, so, ja, auch wieder 5 Minuten gewartet und jetzt kam ich wieder ganz normal rein. Alles okay. Aber ich denke mal, falls ja jemand diesen Fehler dann auch hat, würde ich mal raten, die Konsole vielleicht mal neu zu starten. Das kann vielleicht daran liegen. Oder aber jetzt hier nach einer Woche ist wieder ein Fehler aufgetreten, der nicht so beabsichtigt war. Ja, keine Ahnung warum. Dass ich das auch im Battle Royale habe, das ist schon ungewöhnlich. Bei Rettet die Welt hätte ich ja gesagt, ja, okay, das ist normal. Aber Battle Royale, so einen Fehler haben, also das schon hart. Sag ich ja. Also falls jemandem das auch passiert, würde ich ja raten, eher dann die Konsole mal neu zu starten. Und das geht's dann wahrscheinlich nicht. Wenn das schon zweimal vorkommt. Ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen. Okay, hier scheint schon wieder die übelste Randale zu sein. Ja, okay, dann später.